wichtig sind weg. Ja. Dankeschön, alle tippen, tippen, meine wahren Support. Annette, Cecilia, schön, dass du da bist. Tweety, tippen, tippen, tippen. Ja, ciao, solange kläre ich das ganz schnell. Nicht über Drogen reden, nicht über verbotene Substanzen reden, ja. So, das ist das Allerwichtigste, ja. Also sag Bescheid, wenn ein Supporter von mir drin ist, ja, tippen, tippen, tippen. Ein Modi. Ah, so schön, dass du da bist. Christian, google einfach Granatapfel, Wirkung, Gesundheit. Walaikum salam, klick weiter. Coach, ich habe Muskelkater, was soll ich machen? Schnake, schön, dass du da bist. Sonnenfinsternis bitte sofort raus, ja? Sonnenfinsternis, Schnake, sofort raus. Alles, was du liest, was nicht mit Fitness zu tun hat, oder so hinterhältige Fragen, raus damit, ja? Lucianus, ich habe dich zu wenig supporten gesehen. Ich will Modi, Coachy, ja, ihr habt Bock rauszuwerfen, ja? Aber das ist nur stumm, keine Sorge, ist nur stumm. Nicht blockieren. Was machen Oberschenkel, Muskelkater? Genießen, ja? Primo, bitte raus, ja? Ohne, dass er sagen muss. Das muss sofort funktionieren. Willst du kämpfen? Mein Teamer auch raus, ja? Amine, vielen, vielen Dank, schön, dass du da bist. Meinung zu L-Arginin ist ein Blutverdünner, sehr, sehr gut, ja? Hallo, Mausi. Hast du Vaseline auf deinen Körper? L-Zero raus, bitte, ja? Was trainieren, wenn man krank ist? Gar nicht, ja? Was kann man machen, wenn man nach dem ersten Mal Gym Muskelkater hat? Genießt man, was mit dir los? Ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen... Also verstehe ich nicht. Coach, warst du trainieren heute? Nein, gleich. Ist Thunfisch, Mozzarella auch gut für die Ernährung? Ja, ist sehr, sehr gut. Aber die Leute sagen, es sind viele Pestizide drin, viel Schwermetall und Plastik, ja? Aber ich habe nichts dagegen, ja? Diego, bitte raus, ja? Wie kann man gleichzeitig abnehmen? Das ist der größte Schwachsinn. Und Muskel aufbauen, was für ein Müll. Ich kann das nicht beantworten, tut mir leid. Das ist so ein Schwachsinn, ja? Das ist so ein Müll. Also wie kann ich abnehmen und Muskel aufbauen? Einfach ins Gym gehen, Mann, ja? Verstehst du, maskenlos, dankeschön. Darf ich auch Modi werden? Niemals, ja? Modi werden nur die, die viel investiert haben, viel, viel Geld investiert haben und einfach ihre Liebe gezeigt haben, indem sie immer da waren, ja? Zwei, drei haben gar nichts geschenkt, nichts, ja? Aber das ist meine Sache, das ist unser Empfinden. Dankeschön, Güvo, vielen, vielen Dank. Spaß ohne Essen danach, Spaß vor dem Essen. Also die ganzen TikToker stellen Anfrage, ja, die ganzen TikToker, alle, ja, ich schmeiße sie alle raus, ja, lieber schwere Gewinne, wenig, das ist Quatsch, Devran, ich mache so die ersten 15 Minuten aufwärmen, ja, danach 15 Minuten lang viele Wiederholungen, wenig Gewicht und in den letzten 15 Minuten gibst du Vollgas, ja, da gibst du Vollgas, du bist ein guter Freund, dankeschön, Isoclair niemals, Isoclair gar nicht nehmen, ist das größte Gift, ja. Würde ich niemals machen. Grüße aus Mainz, Grüße aus Hamburg, Tastaturensohn. Wie wird man trainieren immer schwindelig? Was tun? Dario, japanischen Grüntee trinken, ja? Japan, Grüntee. Gib einen Kreislauf Grüntee-Wirkung bei Google, ja? Was hältst du von Adam? Gar nichts, Mann. Linus bitte rausschmeißen, ja? Was ist das größte Gift? Isoclair. Isoclair Whey-Protein, ja? Das größte Gift, das es überhaupt gibt, ja? Auf Instagram könnt ihr mir schreiben, Coach Frankie, ja, kennst du Mittel für genetischen Haarausfall? Also er schreibt auch noch genetisch, da kann auch nicht mal Iron Man was machen, Mann, ja? Simsalabim, zack, hast du volles Haar, das geht nicht, Mann, ja? Was ist an Whey schlecht? Bitte mach ein Profilbild rein, dann sage ich dir. Warum zittern Beine beim Muskeltraining, Marcello? Weil du kein Magnesium drin hast. Kein Magnesium, gar nichts. Ehrlich jetzt, Whey-Protein. Whey-Protein ist das größte Gift. Du hast einerseits jemanden, der wartet 3-4 Stunden, bis er eine feste Mahlzeit zu sich nimmt, seine nächste Proteinquelle, ja, und dann hast du Fleisch im Magen. Alle ein Herzchen reindrücken, wenn ihr mich versteht, wenn ihr mitkommt, ja. Fleisch kommt in deinem Magen an. Das dauert 3-6 Stunden, bis das zersetzt und verdaut wird von der Magensäure und bis das Eiweiß in deinem Blutkreislauf in den Muskeln gelangt. Kann bis zu 4-6 Stunden dauern, okay? Die Niere hat immer Stück für Stück wird sie belastet und hat eine Aufgabe. Bei Isoclair und Whey, warum sitzen die Kinder alle mit Nierenproblemen und Erwachsene an der Dialyse im Krankenhaus? Warum? Du trinkst nicht genug, weil wir im Luxus, in einer Luxuswelt hier leben. Überall sind Wasserhähne, deswegen denken wir rein psychologisch, wir müssen kein Wasser trinken. Es ist ja neben mir. So, du nimmst ein Getränk, das trinkst du und das hat 40 Gramm Eiweiß-Isoclair-Gift
pur. Die töten einfach nur Mehlwürmer, lebendig am lebendigen Leibe irgendwo in Asien. Ja, das ist nicht vom Tier, dieses Eiweiß, was ihr denkt. Auf der Verpackung wird gelogen. Ich kenne die Hersteller. Ja, alles Würmer, Parfüm, Aroma, dann wird sie hergeschickt, fertig, aus Ende. Jetzt kriegst du 40 Gramm Eiweiß mit Milch auch noch, mit diesem giftigen Milch von der Kuh. Das giftigste Milch, voll mit Antibiotika, voll mit Müll, auch Biomilch. Ja, völlig egal, was da drin ist. Und das überschwemmt innerhalb von 15 Minuten deine Nieren und das überflutet sie mit Eiweiß. Ja, und dann kriegst du Nierensteine ohne Ende. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Die Niere kann das nicht umsetzen, nicht auf Dauer, niemals. Genauso wie Kreatin, ja. Eine Tipp hat schon, Prime Talk bitte sofort raus, ja. Also Kühe sind auch nicht halal, verstehe ich nicht, ja. Verstehe ich nicht mehr, ja. Warum baue ich nicht mehr auf? Ich weiß ja nicht, was sein Problem ist. Ich kriege seit einer Woche, wenn ich mich anstrenge, Husten. Was kann ich tun? Das ist völliger Schwachsinn. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben eigene Kühe, die bekommen keine Medikamente. Also bei uns, Gustav, tut mir leid für die zwei Kühe in Deutschland, die einsam irgendwo am Frankfurter Bahnhof stehen. Die meine ich nicht, ja. Ja, das ist einfach eklig, was sie uns anbieten, richtig. Was für Milch dann zu Haferflocken? Hast du Pech gehabt? Kannst du gar nicht mehr. Kannst du nie wieder mehr. Ja, so ein Schwachsinn. Das sind die Männer von heute. Wie soll ich denn mein Babybrei abends trinken? Das sind unsere Männer. Das sind unsere Männer in diesem Land. Ja, unfassbar. Ja, nimmt einfach Mandelmilch. Dankeschön. Sag das gar nicht. Lass sie ohne. Ja. Die gehen dann raus, Wasserfitze, hat Coach Frankie gesagt. Gehen in eine Rille, holen sie Wasserfitze oder so. Ja, unfassbar, ja. Training trotz Rauchen, harmoniert das trotzdem positiv. Be only bitte raus, ja. Ihr müsst ein bisschen schneller reagieren. Bist du gerade auf Pep? Raus mit dir, ja. Raus sofort, ja. Die albanische Flagge ist kein Albaner. So, warum ist er geölt? Auch er raus. Ihr müsst schneller sein, Schnake, schneller sein, ja. Chris auch raus, ja. Coach, ich habe eine Frage. Wann kann ich überschüssige Haut straffen? Ist das möglich oder nicht? Ja, du tackerst dir an deine Haut, tackerst du Nägel und dann nimmst du Fäden und sagst du deinen Kollegen, sie sollen nach hinten ziehen. Ja, je nachdem, wie du es gestrafft haben willst. Was für eine schwachsinnige, dumm, dämliche Frage. Wie kann ich meine Haut wegkriegen? Ja, da ist einer, der hat 60 Kilo abgenommen. Er fragt hier im Chat. Er kommt noch nicht mal unten rein. Er fragt hier im Chat, wie kann ich überschüssige Haut loswerden? Ja, mach doch hier einen Piekser rein, da, lass dich überall piercen, häng das alles oben an die Wand auf, fertig, ja? Dann bist du kurz Matrix in der Luft. Was für eine dumm, dämliche Frage, ja? Schuhe so Dubur, dankeschön. Es gibt nur keine, doch, es gibt dumme Fragen, ja? Es gibt dumme Fragen, ja? Natürlich, ja? Bro, das ist doch ein Schwachsinn, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, ja, genauso wie, als wenn er mich jetzt fragen würde, ja, guck mal, was, wenn ein dummer Mensch mich fragt, ja, so wie der von vorhin, ich hab mir in die Hand gekackt, hat das was zu bedeuten, Coach? Ja, ist das keine dumme Frage, alle ein Herz rein, ja, was soll ich denn da antworten? Wie intelligent soll ich antworten? Ja, du hast in die Hand gekackt und jetzt? Okay, hast du...